will ja auch mehr musizieren und mehr hiervon, mehr davon. Einfach so generell mehr Zeit für alles, was man halt so gerne macht. Leider ist Zeit immer sehr stark begrenzt. Immer Mangelware und so weiter und kannst ja nicht extra kaufen und Gedöns. Ist schon ein bisschen ätzend mit der Zeit. Zeit sollte mal neu erfunden werden. Oder so ähnlich, ich weiß auch nicht. Nun denn. Ach, es wird schon wieder Nacht und draußen grummelt schon, ja, es ist ja super. Habe ich schon gewundert, wo kommen denn jetzt hier gerade so ein bisschen so die Minecraft-Geräusche her? Sind welche wieder irgendwelche Kreaturen von draußen? Denk doch mal einer an den Nachbarn! Oder zwei. Hier ist auch ein bisschen dunkel. Ein bisschen dunkel. Ich freue mich halt auf jeden Fall schon. Weiß ich, habe mir jetzt schon vorgenommen, jetzt nachdem du hier nachdem ich hier den Boden hier rausgezimmert habe, jetzt erstmal an die PlayStation, dann wird jetzt endlich Metal Gear Solid 2 angezockt. Oder nicht angezockt, sondern tatsächlich auch als Let's Play aufgenommen. Ich meine, das Let's Play dazu kommt erst im August oder so, wenn meine Rechnung richtig ist. Oder Ende Juli. Aber auch das will gezockt werden. Und so viele andere Spiele. So, ich will auch in letzter Zeit so viele Spiele spielen, die noch gar nicht so auf meiner Let's Play-Liste drauf sind. Hier, ich gehe ja immer so ein bisschen so meine Liste ab. Und da habe ich immer so viel Lust so auf andere Spiele, wo ich weiß, jupp, das könnte mir Spaß machen. Und ich finde einfach nicht die Zeit dafür, das zu zocken. Und ich bin schon wieder bei Thema Zeit. Ist schlimm, es tut mir leid. Aber ich denke, es geht dem einen oder anderen von euch sicherlich ähnlich, die da halt meinen, sich mehr Zeit nehmen zu wollen für Diversigkeiten. Und man kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Sei es, man will mehr zum Sport gehen oder, keine Ahnung, mehr Zeit nehmen, um sich vernünftiges Essen zu kochen oder so. Es ist ein ewiges Leid. Andy? Änderst du schon wieder irgendwas? Nein. Nicht. Gut. Dann weitermachen. Also so langsam sieht man hier schon, wir haben Großteile jetzt hier schon sehr gut fertiggestellt. Hinten fehlt halt noch jede Menge. Das war so klar. Ich habe gewusst, diese Schaufel zerstört sich jetzt gleich. Ich habe mich aber dennoch vom Geräusch erschreckt hier. Ist schlimm. Jetzt habe ich Silent Hill 1 gespielt, weißt du? Jetzt will ich den zweiten Teil spielen. Wo jetzt hier gerade Silent Hill im Hintergrund läuft. Ist schlimm. Schlimm. So viele coole Spiele, die es einfach so generell gibt. Und Spiele, von denen du weißt, sie sind nicht so cool, aber sie können dir noch Spaß machen. Ich glaube, der Großteil, warum ich oder auch viele andere Leute viel Zeit in einige Dinge investieren wollen, ist halt wirklich, weil sie Spaß haben wollen, weil, hey, das macht ja auch Sinn. Habe ich jetzt wieder Captain Obvious rausgehauen, ne? Aber manchmal fragt man sich ja dann doch schon so, warum will ich manche Dinge so sehr? Als, zumindest mehr als andere. Warum will ich zum Beispiel nicht so viel arbeiten, wie ich zocken will oder musizieren will oder keine Ahnung was. Weil Arbeiten nun mal nicht so viel Spaß macht. Nicht, weil es anstrengend ist oder so, sondern wahrscheinlich wirklich, weil der Spaßfaktor dahinter einfach nicht so groß ist, wie hinter anderen Sachen, die man halt so machen kann. Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. So, setzen wir hier vor, sitzt aber auch noch eine Fackel hin. Da fackel ich nicht lange. Der hier ist verkehrt. Der hat einen Enderman falsch gesetzt, ja? Oh nein, heißt das jetzt, Endermänner setzen einem auch nochmal Blöcke anders hin? Oh, und jetzt fehlt da ein Block? Muss ich jetzt hier tatsächlich nochmal in meine Vorlage gucken, wo habe ich denn meine Vorlage? Habe ich jetzt natürlich nicht geöffnet. Deswegen, sorry.
war denn das? War das irgendwo unter den Downloads? Da ist es. Nee, ist aber so richtig mit der Lücke. Okay. Gut, ja, so kann das halt sein. Ich habe mich nur gewundert, warum steht denn jetzt der Sandsteinblock da? Wenn er da gar nicht hingehört. Ich werde es nie erfahren. So. Ich gehe das jetzt hier erstmal so ein bisschen die linke Hälfte sozusagen erstmal ab, um zu gucken, ob ich jetzt da irgendwie was vergessen habe oder sowas. Weil wir haben ja hier schon so ein bisschen so querbeet drauf losgebuddelt. Was natürlich irgendwie fatal ist. Fatal! Ne? Ist auch so dunkel. Ich meine, ich weiß, ich muss hier und dort sowieso da nochmal ein bisschen was abändern. Es wird dann halt noch lustig, hier die ganzen Gänge vorzubereiten, wenn es ans Hochziehen der ganzen Wände geht. Dann alles ausleuchten und. Das kann nur furchtbar werden. Wenn nicht sogar in totale Verzweiflung ausartet, dank Creeper und Gedöns. Ja, weil die Creeper-Menge hat sich doch schon stark gehäuft, dadurch, dass wir jetzt die Elemente-Creepers hier drin haben. Was natürlich auch teils mit beabsichtigt ist. Aber es ist auch gleichzeitig so... Shit. Ne? Siehst du, Zelda, ich komme auch nicht dazu, das weiter zu zocken. Oder halt neu zu zocken, weil ich ja immer noch die letzte Folge raushauen muss, weil ich ja den Spielstand nachholen muss. Ich komme dazu einfach nicht. Es ist schlimm. Und man will es doch. Oder ich will es zumindest. Und man, ich komme dazu nicht. Ich könnte kotzen. Aber ich lasse es. Irgendwo hier grunzt doch so ein Enderman. Ich höre ihn doch. So ein Andy-Schlendy. So, hier drüben haben wir noch Blöcke. Hier hinten muss ich noch, ne? So, da muss ich noch. Ach du Scheiße, hier brauche ich definitiv eine Schaufel. Das kann ich hier niemandem zutrauen. Und die ganze Ecke hier oben muss noch weg. Und dann halt auf der rechten Seite nochmal gucken. Das kann nur super werden. Glaube ich. Eventuell. Möglicherweise. Okay, ich bin drin. Aha, es sind Monster-ND. Ach, willst du mich doch verarschen, ne? Komm doch nur hier rein. Scheiße, ich höre einen Geist und er kommt bestimmt hier rein. Setzt mich bestimmt in Brand. Wassereimer habe ich natürlich hier nicht. Das ist ein bisschen doof. Und ein ganz bisschen. Guck mal, wer da... Wow! Hallo! Was bist du für einer? Dark Creeper! Stimmt. Wo ist er jetzt? Ich bin hier echt voll sicher. Panik! Natürlich schon Sonnenaufgang, aber trotzdem. Geht doch, wo ihr wohnt! Was für ein. Achso, das ist das Wasser. Hab mich gerade gewundert. Hab ich da einen Erdblock hingesetzt? Aber nö. Jetzt sind sie teilweise weg. Da hinten fängt an zu brutzeln. Der da hinten wahrscheinlich auch gleich. Da hinten ist so ein. Der wird mich brutzeln. Ach, Leute. Muss doch nicht sein, oder? Ich muss mir doch nur eine Schaufel bauen. Eine Schaufel, um sie alle zu knechten. Meine ich, glaube ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung.
Hui! Hui! Oh shit, da kommt noch so ein Viech. Aber der Creeper ist weg, der Dark Creeper! Of Darkness! And Despair! So, hier nochmal so was hin. Machen wir uns auch nochmal gleich hier so eine Spitzhacke. Dann sind die Eisenbahnen auch weg. Zack. Flumps. Und weg. So. Hätten wir das. Dann können wir jetzt hier fröhlich herumdingseln. Schön hier, dass immer noch diese Items hier für immer liegen bleiben. Für immer. Meine ist dann natürlich ein bisschen nervig, wenn du dann meinst, du hast alles aufgeräumt. Wolltest du dann quasi so einen Staubsauger, mit dem du dann hier nochmal durchgehst oder sowas. Aber nö. Einfach mal bei nö. Könnt ihr natürlich auch mit der Diamantspitzhacke, Diamantschaufel hier irgendwie aushebeln. Aber dann denke ich mir so, ja, das ist viel zu schade dafür. Und dann buddel ich wieder viel zu weit, dann falle ich wieder in eine Höhle rein und. Man weiß ja, wie das ist. Mit der guten Schaufelei hier. Ne? So, das hätten wir. Dann wird das jetzt hier ordentlich rausgezimmert. Das hier schon mal hingesetzt. Nicht, dass ich das hier irgendwann mal zubedingse und so was. Man weiß ja, wie ich bin. Dann verbrauche ich mich wieder. Mindestens 200 Mal. Ach, hier kommt Wand hin. Ah, deswegen. Ist doch richtig. Ja, Wand. Oh Mann, oh Mann. Wären wir hier jemals fertig? Bestimmt. Die Frage ist nur wann. Ich glaube, ich schaff's. Die Musik wieder, weißt du? Muss ich wieder die Musik nachäffen. Ich bin doch gar kein Affe. Ja, komm. So, dann hier muss ich nicht. Nee. Ich hab doch hier eben noch hier jede Menge Sand rausgeschaufelt, ne? Genau hier in der Ecke war das. Ja, musste ein bisschen nach da hinten hin. Ich habe gerade überlegt, muss da wieder Wand hin? Aber nö. Hat schon alles seine Richtigkeit. So, da kommen wir zumindest bei der Hälfte der Pyramide jetzt so einigermaßen so zum Ende. Und es ist so verdammt riesig, so verdammt. Wow. Also wirklich. Wir buddeln und buddeln und buddeln, weißt du, und ich habe so das Gefühl, wir würden irgendwie so gar nicht vorankommen. Ne, das ist Ecke, da kommt Wand. Das ergibt voll den Sinn, was ich hier so manchmal von mir gebe. Es tut mir leid. Aber mehr Sinn ist halt gerade nicht enthalten in diesem Let's Play. Ach komm. Geh mir nicht auf den Keks hier mit dem Verbauen hier. Ist doch nicht wahr. Ja, hier Erde. Falls ich mal wieder eine Wüste zu terraformen will. Ist so eine scheiße Idee, komm auch nur ich. Den Sand kriege ich immer noch nicht mit. Das ist Inventar zu voll. Aber ich glaube jetzt die Hälfte haben wir jetzt. Gehen hier jetzt wirklich halt mal bis zur Hälfte hin. Gucken mal hier und dort und überall. Sieht aber eigentlich sehr gut aus. Dann können wir uns jetzt an die andere Hälfte machen. Yay! So, gucken, ob hier auch alles fertig ist. Stückchen für Stückchen. Sind ja im Prinzip schon relativ weit. Ne, hier drüben ist das auch alles. Hier haben wir auch alles ausgehebelt. Hier kommen wir so langsam wieder zur Mitte. Hier fehlt ein bisschen was. Zack. Wisst ihr, da haben wir nämlich wieder die Mitte. Da versuche ich mich jetzt irgendwie so ein bisschen dran zu orientieren. Gehe hier auf den zukünftigen Mauern entlang. Und freue mir einen Ast ab oder sowas. Frag mich nicht. Kohle? Da sage ich nicht nein. Nehmen wir doch einfach mal mit. Haben wir hier auf der Seite schon alles soweit fertig gemacht? Und haben wir das gemacht? In den letzten Freund und Depp. Das war so lame. Ach komm. So lame nun auch nicht. Heißt das, wir sind fertig? Was den Boden angeht? Das ist natürlich jetzt schneller als gedacht.
Ah, siehst du, hier haben wir noch ein bisschen was. Aber dann können wir uns jetzt tatsächlich so mehr oder weniger dann darum kümmern, irgendwie die Wände hochzuziehen. Wo ich dann natürlich auch nicht nein sage. Na, also das sag ich, ne? Kann man mal machen. Ja, dann fröhliches Wände hochziehen, solange ich jetzt noch Sandsteine habe. Schon mal gucken, dass ich hier und dort irgendwie mal so eine Fackel reinsetze für die Zukunft mal. Da wird sich bestimmt irgendwer darüber freuen. So ein Creeper oder sowas, der dann da nicht spawnen darf. Oh Mann. Man bekommt jetzt hier alles so richtig so Form und Gedöns. Das kann nur super werden. Oder halt auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Sandstein wir jetzt noch haben. Dürfte ja gar nicht mal so viel sein, oder? Ich baue mir die auch wieder mitten im Weg. Ach doch, so ein bisschen Sandstein haben wir noch. Ja, dann würde ich mal sagen, setzen wir die restlichen Sandsteine dann so ab die nächste Folge dann hier überall durch die Gegend. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.